Es sind die ersten Schritte, die Patrick Naumann in Freiheit macht, nach knapp 10 Jahren Gefängnis auf Bali. Überglücklich wartet Tochter Leonie auf ihn. Hallo! Oh mein Gott! Hm. Wie geht's dir? Ja, gut. Hast du lange gedauert? Ja, ich habe lange gewartet. Sie wirken sehr vertraut. Dabei haben sich die beiden in den vergangenen 13 Jahren nur einmal kurz gesehen. Das große Wiedersehen ist das glückliche Ende einer nervenaufreibenden Zeit, die hinter beiden liegt. 2011 wandert Patrick Naumann nach Thailand aus, um seinen Traum als Schlagersänger und Kneipenwirt zu verwirklichen. Dafür lässt er sein altes Leben in Deutschland hinter sich. Auch der Kontakt zu seiner damals 9-jährigen Tochter Leonie bricht ab. Als kleines Kind war ich immer sehr sauer oder auch traurig, dass ich gar nichts machen konnte dagegen, dass ich ihn nicht sehe. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, wenn ich alt genug bin und die Mittel dazu habe, dass ich mich dann auf die Suche mache. 3 Jahre später macht Patrick Naumann einen fatalen Fehler. Am Flughafen der Insel Bali wird der damals 47-Jährige bei einem Drogenschmuggel erwischt. 328 Gramm Kokain hat er am und im Körper. Ihm droht die Todesstrafe. Aber der Auswanderer versichert dem Gericht auf Bali glaubhaft, zu dem Drogenschmuggel gezwungen worden zu sein. Trotzdem soll er für 15 Jahre in Haft. Ich habe definitiv Angst, dass ich die Chance nicht haben werde, ihn zu sehen, weil er da noch länger sitzen muss und dann vielleicht ja nicht mehr unter uns ist, dass da irgendwas passiert. Um ihren Vater endlich wiedersehen zu können, reist Leonie im vergangenen Sommer gemeinsam mit ihrem Freund Giuliano von Deutschland nach Bali. Lange Zeit bekommt sie aber keine Besuchserlaubnis fürs Gefängnis. Wenn es letztendlich wirklich so passieren sollte, dass ich ihn nicht sehen kann, ist, glaube ich, schon hart. Ich habe Angst, dass ich in so ein Loch fall dann. Doch dann bekommt Leonie plötzlich die Chance, ihren Vater nach so vielen Jahren wiederzusehen. Und bei dem ersten emotionalen Treffen im Gefängnis soll es nicht bleiben. Vergangene Woche, 10 Monate nach ihrem ersten Besuch, bekommt Leonie die freudige Nachricht, dass ihr Vater früher entlassen wird. Nach einem Jahrzehnt Knast ist der heute 57-Jährige wieder ein freier Mann. Wie fühlt sich das an, auch jetzt deine Tochter im Arm zu haben? Fantastisch, ja. Das war mein größter Wunsch. Ja. Und ich bin wirklich froh, dass es geklappt hat. Ja. Ich auch. Die ganze Geschichte sehen Sie in Goodbye Deutschland zu jeder Zeit auf RTL Plus. Vater und Tochter haben viel aufzuarbeiten in ihrer Beziehung. 5 Jahre noch muss Patrick Naumann auf Bewährung in Indonesien bleiben. Dann kann er Leonie auch endlich wieder in Deutschland besuchen. Ja.